Merhaba und willkommen zurück bei Let's Play Wolfenhain. Ich bin rein zufällig, ich hätte es nicht für möglich gehalten, über diesen Händler gestolpert, weil ich mir weitere Bonbons kaufen wollte, die es entweder bei ihm oder bei wem anders gibt. Und er erzählt mir da eine sehr interessante Sache, als mir sehr nach Einkaufen zumute ist. Verkaufst du auch Samen? Ja. Was wäre eine ungewöhnliche Frage? Noch kein Glutar begehrte dies von mir. Aber ja, ich habe, was du erfragst. In meiner Hose. Samen der Rotrübe. So einfach kann es sein. Ich werd bekloppt. Gib her und dann bitte noch ein paar Fruchtbonbons mehr. 5 Stück sollten reichen für die ach so gefährliche. Und Kräutersüde gibt's ja auch. Ja gut, vielleicht... Na, ich muss Gold sparen. Ich kann sie über Zeit selber produzieren. Warum habe ich nur 2? Habe ich wirklich nur 2 Kräutersüde? Wo speicherte ich das letzte Mal? Naja, wie auch immer. Zeit, etwas Geduld aufzubringen und Kräutersude produzieren, ne? Stellte sich vielleicht heraus, dass ich, warum auch immer, plötzlich auf dem anderen, auf dem falschen Spielstand war. Also erstmal die Feuerbeeren hier hin und die Rotrübe vielleicht. Nein, da kommt der Fliegenpilz, den wir ja auch haben, kommt hier hin. Und natürlich nicht zu vergessen hier. Und dann die Rotrübe. Gut, damit fehlt nur noch ein Samen, der irgendwo ist, aber sicherlich auch nicht von Belang ist. Ach, wer kümmert sich denn schon darum? Ist doch völlig egal. Hauptsache, der Garten ist jetzt fast voll. Da können wir den Platz vielleicht für irgendwas anderes nutzen. Zum Beispiel dreckige Schuhe abstellen vielleicht. Schön. Damit ist die Alchemie nur noch ein Wartespiel. Und wir können sie zum ganz anderen Sachen kümmern. Ich meinte, glaube ich, am Ende der letzten Episode, das ist für mich erst 5 Minuten her, dass wir jetzt in die Hügelsteppe gehen, aber wir haben jetzt ganz neue Möglichkeiten offen. Und diese eine, jene, welche Möglichkeit, die hat etwas mit unserem persönlichen Innenausstatter zu tun, nämlich seinem Bruder, der hier hausiert, gastiert, ja sogar das Ganze dominiert. Und mehr Worte, die auf Irt enden. Ja, jetzt bin ich extra nach links. Was gibt's jetzt noch? Stell dir vor, dein Bruder möchte... Hab keinen Bruder. Aber ja doch, er ist Bertfried. Ich sagte, ich hab keinen Bruder, Kümmerling. Das ist doch albern, wie kann man denn einen Inneneinrichter mit Hang zu Rosa und Pastellen der Familie vergessen? Kai, nein, Bruder. Ungefähr deine Statur, Löckchen, Zöpfchen, klingelt da nichts. Gisov, ich glaube nicht, dass er bloß Erinnerungsschwierigkeiten hat. Denk dich einfach selbst ein bisschen prinzessinnenhafter. Schon hast du ein Bild deines Bruders vor Augen. Krötenschlag! Noch eins! Verpisst euch! Dass ich diese Worte mal in diesem Spiel lesen muss! Brüllen kann er! Unbelehrbar, diese Schreihälse. Mit Feingefühl trägt man da einfach nicht durch. Und nun? Ein echter Abenteurer weiß immer Rat. Notfalls sucht er eben einen Ratgeber. Ist das auch eine Abenteurerregel? Wusstest du, dass das Wort Abenteurerregel geschrieben irgendwie komisch aussieht? Was soll das für eine Antwort sein? Es gibt Ratgeber für die blödsinnigsten Dinge, Küken. Dann ja wohl auch für Streitschlichtung. Wir suchen Buchstaben? Hurra! Ich bin übrigens auch noch da. Streitschlichtung? Brüderzwist, da es unmöglich sein kann, dass mich das Studium der Heiligen Rollen nicht anfänglich auf jedwedes Problem vorbereitet haben könnte, kann ich auch den unfüglichen Gedanken beiseite schieben, in diesem speziellen Fall von der Gesamtsituation möglicherweise überfordert zu sein. Bertfried, ein stetig plappernder Quell larmoyanter Selbstbetrachtungen, ringt um die Akzeptanz seines Bruders Sieghelms, oberster Jünger des schwarzen Gottes Arnor und allein dadurch schon mit einem Fuß auf der lichtabgewandten Seite des Daseins stehend. Gisuf und die Hexe meinen sich hier unbedingt einmischen zu müssen, weil sie um den Inneneinrichter des Krähenturms fürchten. Und ich frage mich angesichts der Zusammenfassung, was für einen Eintrag ich hier gerade verfasse. Offenbar hegt der Hochgeweihte tatsächlich Vorbehalte gegen seinen Bruder, wie die Fühlungsnahme nahelegte. Ob sich in einem Ratgeber zur Streitschlichtung eine Lösung finden lässt? Ja, so viel war mir klar, danke sehr. Woher einen Ratgeber nehmen? Ist vielleicht im Keller des Stadtrates eine Ratgeber? Ich glaube eher nicht. Ich ignoriere die Sache jetzt erstmal. Oder ich frage mal den Sekretariatenvorstand.
Ich guck mal schon, da ist nichts. Ich muss jetzt auch nicht nochmal extra runter, beziehungsweise ich habe jetzt keine Lust dazu. Stattdessen begeben wir uns jetzt mal wieder in die Hügelsteppe. Wir sind einigermaßen gut ausgerüstet. Nämlich mit Bonbons und ein paar Kräutersuden mehr. Und das sollte eigentlich im Großen und Ganzen reichen. Also auf zum Grab. Nein, halt, zuerst einmal zurück zu unserem barbarischen Freund, den wir ja eiskalt zurückließen. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Es gab zwei Gräber. Einmal dieses alte Grab, da meinte die auch, ah ja, mit dem Barbaren, da sollst du nochmal hingehen, nicht? Und das bin ich jetzt. Und da gab es das andere Grab, wo wir den Spiegel brauchten. Ich würde sagen, wir schließen erstmal die eine Sache ab und setzen den Spiegel ein. Und da sind wir auch schon. Also, hängen den Spiegel mal hier oben auf. Wenn wir was Reflektierendes dabei können. Ah, Moment mal! Ich dachte schon, ich wäre auf dem Spielstand, wo wir tatsächlich noch keinen Spiegel haben. Giso fängt Ortruds Spiegel an die Wand. Und müssen ihn nachher allerdings auch wieder zurückgeben. Aha, oho, hihi, was? Sie lässt blühen, was strahlend er bescheint. Kraft und Leben, solange sie vereint. Das werde ich mir niedernotieren, notieren. Und ich werde jetzt weitersprechen, damit ich weniger cutten muss. So habe ich denn hier meinen Stift. Ach, da ist ja mein Stift. So, das ist einmal der Pfeil nach oben. Und dann dies und dann das. Und dann setzen wir den Pfeil noch nach hier. Und da ihr gar nicht wisst, in welcher Reihenfolge ich das Ganze niedernotiere, hat das, was ich sage, überhaupt keinen Mehrwert für euch. Ja, und nu? Oh, das sind die Frösche. Meine Interpretation hat es wieder einmal geschafft. Seht, ein was ich der Held. Und nehmen den Spiegel natürlich wieder mit. Den müssen wir ja zurückbringen, sonst gibt es ja Probleme. Am Ende bekommen wir noch das Bad Ending des Spiels. Das muss ja nun auch wieder nicht sein. Also hoch zu den Fröschlis, die jetzt hier gleich direkt vor unserem Antlitz sein werden. Du Frosch nach oben. Du Frosch nach unten rechts. Und das war sogar schon richtig. Na dann, auf geht's, aber vorher besser nochmal speichern, denn vielleicht springe ich ja daneben. Hüpfi. Was meinst du, was drin ist? Was waren die letzten drei blauen Truhen, die wir öffnen konnten, ne? Du meinst, ein Runstein liegt darin? Endlich ein Stein für mein Schwert? Schnell, setzen wir alles in Bewegung, um uns Zugang zu verschaffen. Ah, sonst liegst du mir immer in den Ohren, aber jetzt kann die Mission plötzlich warten, wie? Als ob du auch nur einen Gedanken an unseren Auftrag verschwenden würdest, fehlt dir noch ein Runstein. Leg nicht ab, hier geht's nicht um mich, sondern um deinen Dickkopf. Muss ich etwa ein Paladin über die Bedeutung des Konzepts einer Ehrenmission belehren? Ehren meine ich natürlich. Was? Du, sag mal, ziehst du diese Nummer etwa nur ab, weil du nicht zugeben magst, die Truhe nicht aufzukriegen? So eine gehässige Unterstellung eines undankbaren Dreikäsehochs. Zur Strafe bleibt die Kiste zu. Ich wusste es. Meine Güte, versuch doch wenigstens den Deckel zu öffnen. Und versuch doch wenigstens den Deckel zu öffnen? Betonungen sind wichtig, denn je nach Betonung kann aus dem Satz was ganz anderes werden. Sie schaffen! Sag ich doch, probiert doch wenigstens mal den Deckel, bevor ihr euch zankt. Ja, hat wohl niemand nicht erwartet, dass wir das Rätsel lösen, wie man die Insel betritt. Nun guck schon nach, ist ein Runstein darin. Und was für ein Prachtfunkler! Drum nicht gezögert und zu einem Schmied geeilt, auf das er mir ein Schwert voller Magie wirke. Kann ja auch Deutsch? Den ganzen Weg zurück. Wohlan, da können wir auch gleich den Spiegel wieder zurückbringen. Trotz all der Wandermühen wieder umkehren? Natürlich. Darf ich doch noch einmal an die Mission erinnern? Für deine Waffe wären wir den ganzen Weg bis zu einem Schmied gelaufen? Bockst du schon wieder? Ich sag nur die Wahrheit. Du guck nicht so sauer, wir schmieden dir deine Rune ans Schwert. Gleich hier und jetzt. Wie jetzt, oder Schmied? Da will man unverzüglich die Wünsche des feinen Herrn bedienen und dann ist es auch wieder nicht recht. Ich persönlich spiele dir Waffe und Rune mal eben fix zusammen. Nein! Kannst du das denn? Wer von uns hat denn zwei magische Waffen? Wenn sich einer auskennt, bin ja wohl ich das. Ich weiß nicht, ich würde lieber einen richtigen Schmied. Die Truhe ist der Armbrust, meine Keule macht den Rest, um Himmels Willen. Sag, leb wohl zum alten Eisenschwert. Es hat nun ein Stelldichein mit einer echten Rune. Bist du auch schon so gespannt, was dabei nur herauskommen soll? Bringen wir die Teile zusammen. Ich habe kein gutes Gefühl. Don't do it. Also, wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich vielleicht doch noch etwas warten, Oberwählter. Ach was, schmieden wir? Aber du bist kein Schmied. Runen schmieden, na gut, aber das machen Gisuf und die Enter-Taste bitte unter sich aus. Eins. Zwei. Du Fuchs.
3. Also irgendetwas wirkt zumindest. Es hat gewirkt? Hast du je daran gezweifelt? Das muss einen Haken haben. Du kennst meine Haltung zur unbedingten Wahrhaftigkeit. Nimm dein Schwert. Wie es wohl auf mich reagiert? Welches Wesen es annehmen mag, wenn ich es ergreife? Find es raus! Brun gürtet sich mit dem Schwert, dem ich nicht traue, Schwanensang. Schwanensang? Das ist ein schöner Name. Na bitte, damit dürften sämtliche Beschwerden ein Ende haben, was diese magische Waffe anbelangt. Die ganze Zeit nur über Waffenlaber, meine Güte. Ist es klug, von diesem Wasser trinken zu wollen? Ich spüre keine Befleckung. Wir nehmen einen Schluck. Ich meine, in der Quelle wird schon nichts Lebensbedrohliches sein, zum Beispiel ein halber Untoter oder so. Fass dich doch, mein Gespür für das Wasser wächst immer weiter. Wie? Du warst ja so gar nicht wirklich sicher. Krummle nicht. Hat doch geklappt. Leichtsinniges Ding. Aber da ist ein Untoter im Wasser. Na gut. Wird wahrscheinlich gefiltert durch den Felsen. Und nachdem dieses Schmiedewerk auf mysteriöse, glückliche Weise glückte, begeben wir uns jetzt noch zu diesem Grab und... Der Schacht lässt keine Männer passieren. Dann holt er mit dir. Du hast ein Seil dabei? Was für ein Amateur! Lass ihn schimpfen. Du siehst mir ganz danach aus, als könntest du mich auch ohne weitere Hilfen abseilen. Danke! Oh, geil! Ein Single-Abenteuer! Ich fühle mich so alleine. Männer? Ist hier jemand? Verstecken nützt nichts. Ich habe die Gabe des Sehens. Ich habe die Gabe aller Sinne. Ich habe auch die Gabe des Hörens. Oh, Gespür für den Feld. Selten, selten willkommen, Kind. Wer bist du und was bist du? Ich? Kein Ding? Das also siehst du? Ein Wer war ich, ein Was werde ich, so lange Zeit in Lehrerkammer. Bin nur noch Nachhall, ein Hauch allmählichen Vergessens. Doch warte, drinnen liegt eine Antwort. Kennst du sie? Wovon sprichst du? Einst diente ich dem Zeichen. Aber ich hab doch Wackelpuddingarme. Ne, da ist nichts zu machen. Moment. Dann muss der wahrscheinlich stehen bleiben. Das Zeichen, ein Hexagramm? Wahrscheinlich ein Hexagramm. Hier ist aber nicht sehr viel Platz zu manövrieren. Na, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Also ist ja relativ simpel. Man sieht ja durch die Kanten, wo welches Stück hin muss. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil dieser Stein sieht nicht danach aus, als ob er genau dorthin gehört. Whatever. Oder der Stein bzw. das Symbol muss breiter sein, denn hier sehe ich auch keine Kante. Oder auch nicht? Also das passt ja zusammen. Aber wahrscheinlich muss auch höher werden. Yeah. I got this. Ja, ein Hexenfuß. Und ein Symbol ist das auch? Hexe? Keine von uns nannte sich je so. Und? War ich einst viel oder eine von vielen? Eine Antwort liegt drinnen. Tritt weiter ein, Mädchen. Wir lernen voneinander. Waren die Hexen auch mal andere? Unter anderem Namen? Valdrada erhält für ihre fusselige Puzzletat 800 Erfahrungspunkte. Spinnbeine! Valdrada pflückt zwei Spinnbeine. Die kann man sich nicht anpflanzen, also... Spinnbeine mitnehmen ist eine gute Idee. Selbst ein waches Hexleinauge entdeckt nichts weiter. Wait, so ein Symbol? Hier? Waren vielleicht Paladine und Hexen einst eins?
Wie das alte Zeichen der Herren. Wie verbreitet war einst, wofür es stand? Der Herren? Aber geschlossen ist es das Zeichen der Paladine. Im Netze verstrickt oder Teil des Gewebes. Ich war so lange hier. Herr! So lange her war's. Ja, das habe ich gesagt. Vielleicht finde ich Antwort, wenn ich frage. Was bist du? Die Antwort ist leicht. Selbst Dankrun gibt es inzwischen zu. Hörst du? Die älteren Weberin zürnen. Erweise dich. Oh nein, ich muss speichern und dann gegen eine Spinne kämpfen. So, dann erstmal Diebstahl einsetzen. Oh. Sieg bei den Göttern. 900 Erfahrungspunkte. Peitschen hilft einfach immer. Spinnbein gefunden, Spinnbein gefunden. Darf ich ja öfter zum Spinnbein sammeln kommen? Ich beginne mich zu entsinnen. Die lichtlosen Verstrickerinnen waren nicht immer hier. Ja, scheuche die Betrügerin hinweg. Nur, was war zuvor? Schnell, junge Frau, sei mir der Blick. I try my best. Leider nichts. Ein weiteres Rätsel in einem Videospiel? Unfassbar. Das leuchtet auf. Was ich war, tritt davor. Lichter scheinen in der Nacht, aber ach, es sind nur Inseln. Erinnere ich mich recht? Hilf der Älteren, Jüngere und sage, was ist Glück? Kehr zu mir zurück, wenn du es hast. Well. Eine kleine Hilfe, bitte. Ich habe nur einen flatternden Schemen in mir. Was? Was will die Alte? Moment. Schau, es ist ein Smiley. Alte Frau, ich hab's. Oh nein, das meinte ich gar nicht. Schau, ich habe ein Oval gezaubert. Sie wollte wirklich ein Smiley. Der flatternde Schemen war bereits die Lösung. Ah, Empfänglichkeit für das Gefühl kehrt wieder ein. Erlange ich auch das Verständnis zurück? Hilf mir, mögliche Schwester. Die Frau im Stein sagt, was fehlt? FKPU? FKPU und dann kommt? Kehr zu mir zurück, wenn du es hast. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K. M, L, O, P, R. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ah, die Buchstaben befinden sich immer in einem Abstand von 5 Zeichen voneinander. Das heißt, V, W, X, Y, Z. Ich hab's. Nein, ich meine, ich hab's jetzt, ich hab die Antwort, um es jetzt zu lösen. Aufgepasst. Denn ich gehöre zu den legendären Z-Women. Die sind viel besser als die X-Men. Hallo. Z. Da, bitteschön. Ich sehe es, ich erlange es zurück. Komm, Schwester, wirf einen Blick auf mein zurückerlangtes. Valdrada knobelt sich ihr ganz allein und völlig zurecht zustehende 1000 Erfahrungspunkte für niemanden sonst als sie selbst, denn sie sind ja für sie. Geil. Weiter geht's, Farudin und so weiter, ihr kennt den Spruch. Nanu, der Kranz wirkt keine Spur gealtert, eher frisch wie am ersten Tag. Ah, vor einer Weile darf ich mich auf mich besinnen und im schwindenden Stein entrücken. Ich danke dir, Freunde des Kranzes. Einer Webschwester helfe ich nun mal, aus welcher Vergangenheit auch immer sie stammt. Webschwester? Du musst dich nicht vor mir verstellen, keine Sorge vor Verfolgung haben, meine liebe Hexe. Wer sollte so töricht sein, die erste Dienerin der Herren verfolgen zu wollen? Der König würde ihn eigenhändig Stahl schmecken lassen. Haris glänzt und strahlt, diese starke reicht ohne uns würde es. Wüsste es so wenig von Blut und Leben. Blüte und Leben. Ich habe irgendwie Probleme, Frauen zu sprechen. Und sie auch noch richtig vorzulesen. In dieser Lehre liegt der Auftrag der Herren an ihre Dienerin und ich befolgte ihn treu und von Herzen ein Leben lang. Und nun vergangenes Leben. In der alten Heimat ließ ich mir die Grablege errichten. Von hier zogen einst die Vorfahren aus. Hierher kehrte ich zurück. Ach, ich hatte schon hier immer eine Vorliebe für den Kreis. Der Kreis! Was bist du, ein Geist? Da du dich näherst, glaubst du selbst nicht recht, nicht wahr? Stimmt.
Wer der Herren so hingebungsvoll diente, bleibt dem Leben wehrhaft. Verhaftet meine Fresse, selbst über den Tod hinweg. Die Herrin schenkt mit beiden Händen. Auch ich habe etwas für dich, Herr Weckerin. Eine Hilfe in der Not, eine Stütze des Lebens. Ein Rezept. Ein Rezept? Ein Rezept? Aber hoffentlich nicht was zum Lesen. Du bist eigenartig. Eines Teils ist mir, als wärest du geradezu zur Priesterschaft bestimmt. Aber dann sehe ich deinen anderen Teil. Merkwürdig, so zausig und ungekämmt. Im ganzen Reich weisen wir die Beschenkten noch den Schulen zu. Was aus einem Bücherwurm werden kann, habe ich zu Genüge erlebt. Erzähl mir das Rezept doch einfach. Dann höre gut zu. Nimm 3 der Alraunen, dazu ebenso viel vom Spinnbein, aber die sind limitiert. Eine Feuerbeere und brannte Wein. Durch sangvolle Launen verschließe schnell mit korkreichem Pfropfen das heilsame Bräu der Wundertropfen. Hast du's? Wie viel Batman? Ich meine Brandwein. Das hab ich zugehört. 1? Cian, du hast es. Ja, klar. Valdrada erhält das Rezept der Wundertropfen. Die Frau aus dem Stein. Ich weiß, du wirst es für die Zwecke des Lebens verwenden, entfernte Schwester. Ja, ich hab zugehört. Ich muss nicht lesen können. Wundertropfen. Ein besseres Heilmittel? Zieh mich wieder hoch, mein Starker. Oh. Tu nicht so, als wäre ich, wer weiß, wie schwer, kleiner Muskelangeber. Nun erzähl schon, welche Schätze hast du dort unten für mich gefunden? Weder Gold noch Edelsteine. Und genau deswegen verplempert ich meine Zeit nicht in deinem Seil. Gut, das war's dann hiervon und auch von dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal.